Dieser Nigga macht den Scheiß für seine Stadt. Alle rasten aus und schreien laut Weezy. Für meine Gangster am Block mit Molotovs, 9mm, oh ja, easy. Gib mir am Beat und ich sneak ihn auf Repeat. Für meine Brüder am Bad, Kief, Kief, Heroine, Asahbi, Business, Endo, Zellophanpacks, Bulle, I'm easy. Servus Leute, was geht ab? Hier ist Ilky Way von Pusha TV. Heute ist wieder We Dude Ilky Way. An meiner Seite haben wir 0065 aus Wiesbaden. Was geht ab, Bruder? Was geht ab, Bruder? Alles klar? Gut bei dir, Bruder. Alles locker. Wir sind schon eine Weile hier im Studio bei Grillo Records. Und danke, dass wir erstmal hier sein dürfen. Und ja, Bruder, erzähl mal. Gestern hat es einen Auftritt gehabt in Frankfurt. Ja, Bruder. Wie ist es, Jules und Diamonds? Rhythm and Jules. Rhythm and Jules. Volume 2. Volume 2. Okay, war gut? War auf jeden Fall fit gewesen. Ich hab dieses Jahr auf... Nein, beziehungsweise du hattest dieses Jahr mehrere Auftritte. Auf einigen war ich ja dabei gewesen. Da war ich immer so. Klar und beladen, hast du gelernt und so. Hast du gelernt? Was ist da los, Alter? Ja, Bruder, wir sind immer gut unterwegs. Auf jeden Fall. Wir gucken halt, dass wir mit Spaß auf die Bühne gehen und dann komplett ausrasten. Ich denke, bis jetzt ist es immer gut gelungen, eigentlich so. Ja, muss sein. Warst du selber bei Bosca dabei und dann ja, siehst du ja, was da immer hinterherläuft. Also ich war ja auf dem ersten, auf dem WBN in White's Jam, heißt der so, vom V8. No. Auf dem dritten Teil, da haben wir uns ja kennengelernt. Also unser erstes Interview. Genau, mit Donny. Donny, wer war da? Donny, du, wie heißt der? Abdu, Kapital. Kapital, genau. Ich war so, wir sehen auf der Bühne stehen, so, Alter, was mit dem? So, dieser eine arme Kameramann, wie er den so gezogen hat, so, mit dem Licht so auf sich. Ich so, okay, jetzt Jungs alle, mal ein bisschen Abstand halten, aber später, ja, hat sich herausgestellt. Coole Jungs, also ganz ehrlich, ich feiere Zero. Ist mein Night Riding Freund eine Zeit lang gewesen. Die nachtaktive Zeit. Die nachtaktive, die Arbeitslosenzeit. Ja. Lange Rede, bisschen kurze Sinne machen und so, bisschen erzählen über das Album. Album Amnesie, ja. Hab ich richtig gelernt. Amnesie, hast du gelernt? Amnesie oder Amnesie? Amnesie. Amnesie. Ja. Kommt von Amnesia Haze. Amnesie, ja. Von Amnesia Haze. Ja. Warum machst du immer so viel mit Haze und Zero, Zero und dies und das? Ich war eine Zeit lang in Holland. Okay. Ich hab da bei Marokkanern gelebt und die haben halt immer nur Hasch geraucht. Mhm. Und irgendwie habe ich das geraucht und es hat mir so gut gefallen. Da bin ich irgendwie drauf gelegen geblieben. Und davor ist der Purple Haze. Nein, eigentlich heiße ich ja Zero, weil ich mit Abdel kennst hier. Mhm. Wir saßen draußen auf der Straße. Wir haben unseren letzten Dübel gebaut und danach haben wir gesagt, wir haben nichts, wir haben nichts. Und der Abdel hat gemeint, wir müssen jetzt anfangen zu rappen und so. Und die anderen auch, die machen Kohle, wir müssen jetzt auch Kohle machen. Ich hab gesagt, okay. Hab ich gesagt, ja, wie nenne ich mich denn überhaupt? Er sagt, Bruder, ich schwöre, du hast nix, du bist ein Penner. Du bist Zero, weniger Wello, sagt er. Hab ich gesagt, Bruder, das ist dein Name, Zero, Zero. Wenigstens in Verbindung mit einer Sache, wo ich mag, so was ich meine. Ja, so halt, Bruder. So kam es immer zustande, Zero, Amnesie, in der Schreibphase viel geraucht. Die Straße ist viel. Beziehungsweise läuft der Hase viel rum. Hase, wenn es Hase ist. Miller. Was denn? Um was geht's in dem Album? Was wird da von dir? Was wird da von dir? Straße, Dieb. Drei, vier melancholische Sachen. Tiefgründiger. Okay. Nachdenklicher. Auch Sachen, wo nach vorne gehen. Ja, ein paar. Zwei, drei Clubsachen. Clubsachen. Features? Features, drei Stück. Willst du einen Namen sagen? Darfst du sagen? Zwei kann ich sagen, Abdu und Johnny Pep. Okay. Und der dritte? Den dritten lassen wir mal ein bisschen so. Warum? So ein bisschen Spannung. Spannung. High Voltage. Neugier, Neugier. Warte mal, ich mach mal den Beat hier ein bisschen leiser. Ich höre mich ja kaum selber. So ist gut. Ja, übrigens, der Beat produziert von Dr. Razor, a.k.a. Dr. Sommer. Dr. Sommer, Dr. McLove.
Er ist jetzt gerade nicht hier im Raum. Nee, immer lustige Runde mit euch gewesen, immer wenn man auf Tour war. Irgendwie auch bei den FVN-Sachen, Freunde von niemand, sehe ich dich hier, sehe ich dich da. Und dann sage ich, da kam immer so, hä, läuft da was? Wirst du da irgendwie, wie sagt man, gesigned, gemacht? Ist alles inoffiziell, offiziell? Was ist da für die Leute, die jetzt dich auch da gesehen haben, aber keinen Zusammenhang irgendwie verbinden könnten, konnten mit den ganzen Sachen? Also was läuft da? In was eine Verbindung bist du mit denen? Ich bin ganz normal mit den Jungs, wie ihr auch seid. Okay. Ihr kennt die, wir kennen uns, wir kennen euch. Okay. Jeder kennt jeden sozusagen. Jeder kennt jeden. Und ja, wir sind gut miteinander so, die Jungs helfen mir ein bisschen. Ich glaube, ich bin noch viel zu weit weg. So, ich bin am Anfang, ich glaube, noch keiner kann mich sein oder ich bin noch gar nicht bereit für sowas, dass ich irgendwo unter Vertrag gehen könnte, glaube ich. Okay. So, ich habe schon viel zu wenig Erfahrung in diesem ganzen Rap-Business und. Dieses Geschäft, was dahinter steckt, außer nur noch außer aufnehmen und schreiben so. Ist ja nicht nur so viel, dass man schreibt, aufnimmt, abmischt, sondern da kommen noch andere Prozeduren dazu. Genau. Und das macht die ganze Sache ein bisschen schwerer, denke ich. Deshalb erstmal ein bisschen reinschnuppern überall, gucken, weiterentwickeln und dann mal schauen, was da so geht in den nächsten Jahren. Okay. Stell dich mal vor, so. Viele Leute, glaube ich, kennen dich gar nicht. Erzähl mal, was machst du, wie alt bist du, woher kommst du? Ich habe am Anfang gedacht, du bist was, Araber, Marokkaner. Hab ich ja, die meisten sind es. Aber warte, da steht was, Havanna, das ist hier tätowiert. Genau, meine Mutter ist Deutsch-Kubanerin, mein Vater kommt aus Trinidad, auch aus der Karibik. Mhm. Das liegt neben Venezuela. Trinidad und Tobago. Richtig, richtig. Schön. Also, sehr exotisch. Exotisch, karibisch. Gefährlich. Ja, was soll ich sagen? Ich bin 24 Jahre alt, komme aus Wiesbaden-Schwelmgraben, mache Musik offiziell ein Jahr. Ich habe mit 14 oder 15, glaube ich, meinen ersten Track geschrieben. Mhm. Dann habe ich mit Graffiti angefangen, mit Freud, Manu Hayes, kennst du auch, mit dem hast du auch ein Interview. Der vom. Kennt er noch nicht. Ja, vom, wie heißt es? Wie hieß die Location da nochmal? In Wiesbaden. Mhm. Da, wo die ganzen Jams sind. Kontext, der Inhaber von da. Nein, nicht der Inhaber. Ah, Manu. A Menu. Ja, der wohnt, kennt er bei dir. Ah, der ist schicker. Menu. Grüß an Mann. Du schicker. Ey, Bruder, mach mal Ding. Shoutout. Ich bin zu besorgen. Bruder, warum machst du diese? Der hat den jetzt mal ein Ende gesetzt, hat er gesagt. Ende gesetzt? Heute hat er dem ganzen Ende gesetzt. Okay. Lässt schon Bart wachsen? Nee, das ist jetzt eine Woche drum. Eine Woche. Ich kann keinen anderen diesen Header unterwegs sein. Ja. Mit seiner Kippe, aber ich habe aufgehört vor 5 Minuten. Also, ja. Der Menu, der schicke. Ja, also 24, Wiesbaden-Schelmgraben. Wenn ihr für die Ladies, die Single sind, der Kollege, du bist Single, gell? Ja. Außer, wie heißt die? Trisha? Trisha, meine Stalkerin. Trisha Schatz, hi. Wie geht's dir? Erzähl mal über Trisha, also ich hab schon gesehen, was du mitbekommst. Lasst euch mal die Story von ihm erzählen. Übergeil. Ich war irgendwie im Krankenhaus, ich hatte Nierensteine. Das Geile ist ja, ich war bei einer Chai gewesen, hatte Nieren schon irgendwie bei dir geschlafen und irgendwann. Nur bei ihm geschlafen? Ich hab bei ihm, ja. Ich krieg Schmerzen, ich denke mir, oh, was ist denn los? Lauf ich ins Krankenhaus. Auf einmal sagen die mir, ja, du hast Nierenstein, okay, 3-4 Tage krank, aus musst du bleiben. Okay. War ich da, auf einmal krieg ich so SMS von der Nummer, wo ich nicht gekannt habe. Das SMS war einfach mal so, gute Besserung, so. Ich bin der verdammte Scheiße. Erstmal danke sagen, aber wer bist du? Aber direkt so, verdammte Scheiße. Es wusste einfach noch keiner, das war ja die Scheiße. Weißt du, ich meine, ich bin einfach alleine gekommen, keiner wusste Bescheid. Gute Besserung. Ich denke, okay, kranke Sache. Wer bist du? Trisha. Allein der Name. Der sagt schon alles, Digga. Allein der Name Trisha. Billiger Name, ey. Black Wonder. Black Wonder. Auf jeden Fall hat die mich mies gestalkt. Hat irgendwie geschrieben, einen Tag später, hast mich eben in dein Zimmer gesehen. Und es war so diese Morgenroutine. Wir kommen um 6 Uhr rein, müssen deinen Puls in den ganzen Scheiß, kommen, nehmen deine Medikamente. Okay, alles klar.
Ja, ich war bei eben bei dir im Zimmer. Musst du schon, ich denke mir, wie jetzt? Ich lege mich einfach wieder hin und schlaf weiter. Das war einfach zu heavy für mich, gell? Geh ich runter, musste ich so Sachen wegbringen vom Rinden und so. Auf einmal krieg ich wieder eine SMS. WhatsApp auf einmal schon wieder, WhatsApp. Schön Adidas Pullover. Ich denke mir, was ist hier los, Amunakulemada? Was für ein schöner Adidas Pullover? Wer bist du? Auf einmal, ich krieg meine Turkeys, gell? Ich fange die an zu rufen. Wer bist du? Ja, ich bin Tushai. Was für eine Tushai, Mann? Ja, ich find dich süß. Ja, wie du findest mich süß? Komm her, sag's mir dein Gesicht, aber mach mir nicht so Sleepy Hollow, ey. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ja, sowas nicht. Die wusste alles. Die weiß, wo ich wohne, alles. Ey, die war krank, Bruder. Die war krank. Das hast mich wieder dran erinnert. Danke, Bruder. Also Trisha, wenn du das Interview siehst, ein Foto bitte unter hier unten unter Kommentar. Kannst du mal was da lassen? Lass auf jeden Fall was da. Lass was da. Wenigstens etwas. Nummer, oder egal. Slip hast du ja für den jungen Mann im Krankenbett mit da gelassen. Dann hast du wenigstens mal. Nummer hast du ja. Ja. Nummer hast du. Ah, Handy hast du nicht dabei jetzt. Nein. Sonst hätten wir gesagt, komm, wir rufen mal jetzt an. Live-Verbindung Trisha. Das wird, Bruder, ich glaube, es wird bis morgen gehen. Bis morgen? Bis morgen, locker. Das ist Base-Chat-Modus, aber nur. Ja, ohne nur drücken. Das ist hart. Jetzt überleg mal, du bist jetzt noch nicht, wie sagt man, Kommerz. Stell dir mal vor, du wärst Kommerz, was da passiert. Ja, mein ganz Leben im Arsch. Trisha, Latisha, Tracy. Tracy, die Cousine. Amber. Black Pearl. Diamond Peach. Jungs, ich könnte ruhig lachen. Wir haben hier die Anonymous. Die Anonymous. Warte, links von mir, rechts von euch. Die Anonymous. Die Anonymous. Wir reden nicht. Sie wollen unbekannt bleiben. Schon die Ansagen machen, Digga. Ihr wisst schon. Ja, Erzähl mal, was soll ich denn sagen? Erzähl mal, verfolgst du Rap-Szene? Was abgeht, glaube ich. Verfolgst auf jeden Fall schon die Rap-Szene. Verfolgst du? Okay. Fangen wir mal, spulen wir mal ein bisschen zurück jetzt. Früher, vor ein paar Monaten, habe ich diese ganzen Sachen so, Boxkampf, Mox, dies, das, Detox, Botox, hast mitbekommen. Und dann auf einmal aus einem Sportkampf oder Wettkampf wurde Beef, Sticheleien, Mutter beleidigen, wie stehst du zu so Sachen? Wenn man sagt, ey, jetzt eine Competition, wir machen jetzt, ich rap was, du rappst was, nein. Oder wir boxen gegeneinander, danach geben wir uns die Hand, und aber das artet aus, die beleidigen sich, dies, das. In erster Linie hat es ja mit Hip-Hop gar nichts zu tun. Ist ja eigentlich nur dumme Bubble auf Muckerei, für nichts und wieder nichts. Ich denke mir lieber, die Leute sollen lieber gute Musik machen. Wenige reden in der Öffentlichkeit, den Fans lieber mehr was bieten, anstatt immer nur zicke, zacke, links, rechts. Die sollen einfach geradeaus gehen. Jeder soll seine Musik machen, jeder soll jeden respektieren. Jeder macht seine Kunst. Und Kunst gefällt dir oder gefällt dir nicht. So, ja, weißt du, was ich meine. So. Ganz einfach so. Du siehst ein Bild, entweder es sieht für dich gut aus oder es sieht für dich nicht gut aus. Und so ist es mit der Musik. Entweder die Musik gefällt dir oder nicht, aber deshalb brauchst du Leute entscheiden. Was ich meine, das ist halt das Ding so. Das heißt ja nicht, dass ich dich nicht respektiere, nur weil mir deine Musik nicht gefällt, was ich meine. Deshalb sage ich, hey, würde ich jetzt nicht sagen, hör auf mit deiner Musik oder geh sterben, oder was ich meine. Okay. Und deshalb, jeder soll seine Musik machen, so. Ich meine, Beef. Wenn die so die Aufmerksamkeit wollen oder brauchen, dann sollen die sich die nehmen. Aber eigentlich aber sollen sie dann nicht als Rapper darstellen. Ja. Die sollen lieber mit Skills überzeugen, anstatt mit so Sachen. Ja, spulen mal zurück, ein paar Jahre, 10 Jahre, das war noch Zeit gewesen. Ja. Das war noch schön. Und Underground-Szene bei dir zum Beispiel. Gibt es da irgendwas? Erzähl mal was, weil der junge Mann, der ist ja Wiesbaden-Schelmgraben, für Leute, die Schelmgraben nicht kennen. Wie sagt man, da fährt die Polizei ungern rein. Das war früher, als ich in Wiesbaden auf der Schule war, oh, ich hab Schelmgraben. Wie ist Schelmgraben? Schelmgraben, ja. Schelmgraben. Welche Bus fährt dein? 27. Mit Ding. Polizeischutz. Mit Polizeischutz. Ich glaube heute nicht mehr. Heute nicht mehr? Heute nicht mehr. Aber ich glaube, Streifensperre bis Dezember noch. Streifensperre? Nur Kripus. Nur Kripus? Nur Kripus bei uns. Echt? Okay, warum? Die Leute sagen irgendwo,
irgendeiner macht der Meth oder so einen Scheiß. Und da verkaufen Leute an kleine Kids. Okay. Und die halt hoch zu nehmen, irgendwie oder so einen Scheiß. Zu viel Breaking Bad geguckt, Alter. Viel zu viel, Alter. Viel zu viel Breaking Bad geguckt. Nee. Ja, Scherbengraben, Underground, Wiesbaden. Wen sollte man aus Wiesbaden in nächster Zeit? Du hast ja auch Kollegen. Der ist Donny Cash. Donny Cash, ja. Läuft was mit ihm? Macht ihr was? Mit Donny habe ich immer Kontakt. Also. Auch schöne Grüße an meinen Cousin Donny. Donny? Donny Brasco Cash, Alter. Du Schicker. Wo bist du? Warum bist du heute nicht gekommen, Mann? Wir haben auf dich gewartet. Wo bist du? Ahono. Und Abdel, Alter. Du, ich bin auch enttäuscht von dir. Abdel ist auf Skirtjagd. Der ist auf Skirtjagd. Der ist auf dem Zug, Alter. Anonymous hat uns, Anonymous 1 hat vorhin erzählt von seinen Skirt. Ich kann es gar nicht aussprechen. Ich kenne sowas nicht. Ja, diese Ejakulationsphase. Okay, Bruder, gucken wir auf FSK unter anderem. Gucken wir hier zu. Sorry. Ich piep das weg später. ja. Wir schweifen zu viel vom Thema. Ich muss Wiesbaden Underground. Wiesbaden Underground, Donny Cash. Abdel. Kapital. Kapital, Menu. Dylan Smiles. Ist der Kenta auch von Wiesbaden? Kenta ist auch aus Wiesbaden. Kenta Pinkman. Da hat auch zu viel Breaking Bad geguckt. Jesse Pinkman. Was kommt noch? Wann kommt dein Album? Mitte Dezember. Mitte Dezember. Wann? Sag ich noch nicht. Sagst du nicht, okay. Mitte Dezember kommt sein Album raus. Er sagt nicht wann. Wo kann man sich das Album kaufen? Auf csank.de. csank. Was ist das? 65. Ah, auf stimmt. Du machst ja jetzt eine Ding, Internetseite. Homepage. Genau. Wer macht die Seite? Genau wie von dir. Kollege von uns, der Yogi Smith. Der Yogi Smith, der macht die Seite. Yogi Bear. Der macht sehr gute Seiten ohne Mist. Wenn ihr mal irgendwas braucht von Homepage oder so, bei Facebook einfach adden. Yogi Smith. Ich möchte demnächst eine Pornoseite. Anonymous 1 möchte eine Pornoseite haben. Anonymous 1, eine Skirting Red Page. ja, wann. Die Seite wird da, dein Album wird über deine Homepage hochgeladen. Gibt es dann for free Download oder was? Nein, verkauft. Wird verkauft? Okay. Aber verkauft. Wie machst du das? Wie wirst du das Ding? Hast du einen Vertrieb? Kofferraum-Business? Also, ich lasse über Freunde von jemandem pressen. Über das Pressen von denen. Okay. Und dann tue ich es halt selber verteilen. Über meine eigene Seite. Okay. Wenn jetzt einer aus Hamburg deine Sachen kaufen will, was machst du? Wird verschickt dann. Mhm. Okay. Aber Vorkasse natürlich. Vorkasse, ja. Anders geht nicht. Anders geht nicht. Auf Kombi, Mombi. Kombi geht nicht. Kombi geht nicht. Kombi gibt's nicht. Kombi gibt's bei Audi, bei BMW. Aber die Leute sagen immer Kombi, das heißt eigentlich nicht Kombi, gell? Das heißt Kommission. Das heißt eigentlich Kombi. Ja, Kommission. Dann sagt immer Kombi. Aber ja, wie gesagt, Kombi nicht gut, Kombi nicht gut, Kommission nicht gut. Immer direkt Cash auf die Hand und dann. Immer Latzen. Immer Latzen, weil du kannst auch nicht in Aldi gehen und sagen, ich esse erstmal mein Essen und gib dir dein Geld morgen erst. Das geht ja nicht. Und das sollte man auch übertragen haben. So ein Zeit, Zeit, damit du in den Himmel kommst. 9 Monate am Bauch und danach kommt die Geburt. 70 Jahre arbeiten, währenddessen folgt uns der Tod. Ist es weit oder Lüge oder alles Illusion? Ist es das, was du willst? Bitte sag mir, ob es sich lohnt, jeden Morgen aufzustehen und dann einfach zu ackern mit deinem Mindestlohn. Kriegst du nicht mal Brot und Wasser. Jeder Arbeitgeber, den ich hatte, war auch ein Bastard. Dann auf die kriminelle Tour wegen Papra, die Zeit fehlt. Amnesia, Mitte Dezember. Ich kenn schon das Datum, aber ich sag nicht. Urheberrecht geschützt. Und Productions von Beats und so, wer macht da? Erzähl mal ein bisschen. Wer macht denn, wer mischt das ab? Wo nimmst du auf? Alles ist bei einem Freund von ihm in Studio Wiesbaden, bei Bosca, aufgenommen. Ist auch alles gemixt und mastered von Bosca. Und Beats sind drauf von Johnny Pep, Drums and Roses. Okay. Masterclass Beats. Mhm. Kenn ich nicht. Ist aus Marokko. Aus Marokko? Das ist aus Marokko. Okay. Der hat mein Intro gemacht, das kommt auch als Videosingle. Okay, wer dreht die Videos? HTZ Media. HTZ. Lukas, unser Rock'n'Roller. Der Lukas, den kenn ich. Lukas. Wer ist sonst noch dabei? Craften hier sind aus Paris. Wie findest du den Beat, der wo läuft?
Razer Beats. Für die Leute. Immer Luxus. Razer Beats, immer Luxus. Einmal mal reinhören für alle. Top Tempo Produzent. Ganz normal. Der Razer Bratte. Top Tender Bratte. Top Ten. Was soll ich euch sagen, Mann? Kranke Chabo. Krieg Depression. Früher hab ich Beats geklaut auf YouTube. Mir jetzt hör ich so Dinger und masturbiere heimlich am Wochenende. Auf jeden Fall Baba Bretter vom Razer. Jetzt wisst ihr, wenn ihr den serunischen Club seht, was er am Wochenende macht. Dann wisst ihr ganz genau. Ich bin vor dem Studio, vor dem Trump Studios hier und gib mir die Linke, Alter. Schicke. Nee, dann machen wir mal was gut, Alter, für dich vom Razer. Irgendwas. Ja, wenn das nächste Projekt kommt. Nächstes Projekt. Erstmal eins abschließend, dann fangen die nächsten Kopfschmerzen an. Erstmal kauen und schlucken, bevor du dein nächstes Fleischstück schneidest. Ich hab extra das nochmal Fleischstück gesagt, weil die Kamera auf falsch. Erstmal kauen und schlucken. Ich sag dann mal schon. Ich fick mich mal. Scheiße. Kauen, schlucken, bevor wir das nächste Stück Fleisch. Das sind ganz komische Themen. Kauen, schlucken, Skirt. Ja, das ist doch Wochenende. Sexpage. Das ist doch Wochenende. Ja, ich will, dass du diese Story erzählst, was du vorhin gesagt hast. Was denn? Vom Sketchup. Vom Sketchup. Nein, du musst nicht detailliert erzählen. Kannst du mir erzählen, so diese. Heiratsantrag angetäuscht. Angetäuscht. Angetäuscht und dann Reaktion von Abdel. Der war eine brutale Bombe, Alter. Der war wirklich brutal. Du bist brutal. Du bist brutal, ey. Besser als Khalene. Brutal, besser. Besser. Ja, erzähl mal jetzt. Ja, auf jeden Fall, ich war schon gut dabei, sag ich mal. Ich war auf jeden Fall gut dabei. Und ja, die war halt geil, alle. Dann hab ich mir gedacht, komm, also die gehst du jetzt an. Ich und Abdel waren sowieso auf Eskalationskurs. Wir haben gesagt, wir nehmen heute alles mit. Wir waren nur zu zweit. Nein, wir waren zu 10 oder zu 15 oder so. Aber wir haben uns dann auf die Jagd gemacht, haben unsere Gewehr rausgeholt und gesagt, jetzt legen wir was um. Die ISIS-Kämpfe aus. Die ISIS-Kämpfe. Auf jeden Fall sind ich und Abdel auf die Pirsch gegangen, dann haben wir es gesucht hier. Ja, dann haben wir ein paar gefunden. Abdel hat einen gefunden, ein Stück Kohle. Die war einfach so schwarz wie die Nacht. Die war so schwarz wie die Nacht. Ich schwöre euch, wäre das Licht nicht an gewesen, ihr hättet sie nicht gesehen. Nicht mal, wenn sie gelacht hätte, so lächeln. Nicht mal dann. Die haben doch auch dunkle Zahnfleisch. Kennst du diese dunkle Zahnfleisch? Aber dafür Zähne so weiß wie Dingswand. Bam, das siehst du dann. Aber nix. Ja, und der Abdel hat halt ein mieses Ding abgelassen. Er sagt halt jedes Mal, je schwärzer die Frucht, desto süßer die Frucht mäßig. Aber der meint dieses rosane Ding, was da unten zwischen dem sich bei denen. Boah. Ja, der steht auf Pfirsich, der Abdel. Na, Bruder? Ja, Bruder, hast du noch abschließende Worte zu deinem Album? Amnesi, Mitte Dezember. Holt euch den Scheiß, Wiesbaden, Zero, wie du mit Ilky Way, meinem Bruder. Ja, holt euch den Scheiß auf jeden Fall, Wiesbaden City. Was soll ich noch sagen? Wie soll das auch holen? Holt euch, und damals hat Bastu da nichts gesagt, kauft euch das Album von so ein paar Freunden von mir. Wer runterladet, ist ein Hurensohn. Ganz einfach sagen. In dem Fall ladet ihr es runter oder kriegt ihr eine CD geschickt, aber. Runterladen halt nur über Sachen wie iTunes und Amazon, das ist erlaubt, aber illegale Seiten, wer es runterladen, ist ein Hurensohn. Fertig. Saugen zu Bitches. Saugen zu Bitches, genau. Ja, Bruder, Dankeschön, dass du da warst. Ja, ach, nicht zu danken, dafür sind wir da. Und ja, auch von mir, kauft's euch, Mitte Dezember kommt's raus. Was, 12,90 €? 12,99 €. 12,99 €. Also besser als irgendwas zum Rauchen. Nicht mal eine Jackie-Flasche kostet so viel. Also kaufen, supportet Zero, supportet Bilut, EQA, Pusher TV, Jungs. Wir sind raus, haut rein und bis dann.